Embercleave ist eine Karte. Embercleave ist eine Karte, die gleich auf Feasting Choking kommt. Hey, hätte ich nicht raustun sollen, glaube ich, oder? I wonder. Ja, dann mal kein Attack und nächste Runde mal ein bisschen kloppen gehen. Schön mit dem 9-8 Feasting Choking. Finde ich in Ordnung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Solaris Climbed the Ladder und diesmal mit einem kleinen Experiment. Wir sagen nämlich immer, hey, Strixhaven hat überhaupt gar keinen Einfluss auf die Constructed Ladder und eigentlich spielen wir ja auch nur Eldraine Block Constructed. Also ist das wirklich so? Und dann habe ich mir überlegt, ich nehme mir mal eine coole Deckliste von der Kaldheim Championship und habe mich hier für das 61-Karten-Special von Nurioki Mori entschieden, das keine einzige Strixhaven-Karte spielt und auch nicht so wirklich mit Strixhaven-Karten verbessert werden kann. Denn Gruul ist nicht so wirklich eine Fakultät in Strixhaven. Das heißt, ich habe mir das hier ausgesucht und wollte einfach mal schauen, wie klappt denn Gruul Food in der aktuellen Ladder? Ich habe die 61 Karten aus dem Main Deck komplett übernommen und ihr könnt sehen, wir haben so eine klassische Food-Liste mit Gilded Goose, einem Ofen, der sehr, sehr gut mit dem Troll King synergiert. Wir haben ganz viele Fatties, eben Troll King, Kogler, Elder Gargaroth, Embercleave natürlich super gut. Die Eldraine Adventure Karten, Lovestruck Beast und Bonecrusher Giant dürfen nicht fehlen. Trail of Crumbs als Food Engine. Naja, und so ein paar Great Hands. Also einfach noch so ein paar gute Eldraine Karten, sag ich mal. Im Sideboard habe ich ein kleines bisschen was geändert. Ich habe einen Roiling Vortex gecuttet und eine Fire Prophecy gecuttet und zwei Ochsen reingetan. Einfach nur, um ein bisschen besser gegen Rogues dazustehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Matches und gucken mal, wie Non-Strixhaven Constructed so funktioniert. Bis gleich. So, da sind wir auch schon zu Runde 1. Wenn euch die Deckliste interessiert, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dort ist auch wie immer der Daumen hoch genommen und der Abo-Knopf, über den ich mich sehr freuen würde, wenn ihr den drücken würdet. So, wir sind jetzt hier in Game 1. Wir haben eine Goose und eine Great Henge. Sind on the draw. Ich weiß nicht, ob man das keepen kann. Unknown Opponent, keine Ahnung, was hier gezockt wird. Es ist kein Loros, kein Yorion Companion, also nicht Rogues, nicht... Vielleicht Cycling. Wir haben eine Gilded Goose. Wir sind on the draw. Ich keep das mal, aber das ist ein gewagter Keep. Ich sehe hier ein, dass das nicht unbedingt das Beste ist. Oh, wir spielen gegen Monogrün. Okay. Wir ziehen natürlich noch ein Land nach. Das war zu erwarten. Denn wenn man viele Länder hat, zieht man immer noch mehr. Okay. Gegner also Schneegrün hier. Da habe ich auf jeden Fall ein paar gute Sideboard-Karten. Für A Crone War ist natürlich richtig, richtig, richtig stark. Wir ziehen hier einen Wicked Wolf. Das ist nicht so schlecht. Denn dann können wir jetzt sowas machen. Und ich passe mal den Turn, mache End of Turn Food Token. Und nächste Runde werde ich vermutlich die Stone Coil Serpent futtern. Ich weiß es noch nicht. Yep, okay, passt alles. Wahrscheinlich werde ich die Stone Coil Serpent futtern. Create a Food Token. Da ist noch ein Land. Legen wir es mal auf grün. Spielen den Wicked Wolf. Haben noch einen Food Token übrig. Ich meine, man könnte auch sagen, wir futtern den 1-1er. Und dann kann das Last Strike Beast nicht angreifen. Das ist auch eine Option. Okay, Stonecoil Serpent ist halt eigentlich nur gut, wenn da drauf gegemrasert wird. Na, vielleicht nehmen wir den 1-1er. Auf der anderen Seite, wenn es ein anderer 1-1er da ist, boah, ist schwierig zu entscheiden. Ich nehme mal mehr Power for Board. Na komm. So. Nächste Runde können wir leider die Great Henge noch nicht legen. Obwohl, wenn jetzt ein anderer 1-1er gelegt wird, können wir vielleicht Shatterscar Smashing für zwei. Questing Beast, okay. Aber gut, Questing Beast kann ja nicht angreifen, das ist gut. Das heißt, es kann nur Lovestruck Beast aktuell angreifen, was in Ordnung ist. Wicked Wolf ist auch ein ziemlicher Karton, by the way, gegen das Deck. Sehr, sehr schön. Okay. Noch ein Land. Ah, das ist viel Land. Okay, lass uns mal kurz überlegen. Was ist denn hier die Möglichkeit? Wir könnten Shattersky Smashing für 1 spielen, damit das Lovestruck Beast nicht angreifen kann. Ah, finde ich okay, aber auch nicht so mega stark. Was ist die andere Option? Nichts machen, Catria Triome cyclen. Das Problem ist, der Wicked Wolf kann auch nicht auf immer und ewig alles aufhalten. Man kann natürlich einen Food Token bauen.
könnten jetzt Tabland legen, Food Token bauen, dann irgendwie die Great Henge legen. Ich glaube, ich will auch ehrlich gesagt nicht mehr noch Länder ziehen. So, okay. Dann hoffentlich haben wir jetzt erstmal die Aggressionspunkte des Gegners verhindert. Man kann hier überlegen tatsächlich, ob man jetzt sagt, okay, wir futtern End of Turn ein Food Token, damit der Wicked Wolf wieder untappt und wir dann die Great Henge legen können mit 2 Mana ab, um 9 Food Token zu generieren, damit der Wicked Wolf wieder blocken kann. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Na, da ist ja auch schon wieder der passende 1-1er, hervorragend. Ja. Hätte man also nicht machen müssen. Ich konnte aber auch nicht ahnen, dass noch ein 1-1er da ist. Nehmen wir also nochmal 5. Und ich glaube, ich werde jetzt hier tatsächlich. Es gibt Ram-Through, ne? Aber ich glaube, wenn unser Gegner Ram-Through, also Instant Speed Removal hätte, hätte er angegriffen. Ich hätte gesackt und in Response hätte er das gemacht. Das heißt, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich hat unser Gegner keinen Instant Speed Fight-Spruch oder Bite-Spruch, wie auch immer. Da wird jetzt drauf mutated oder so? Okay. Ja. Okay, ich denke, ich werde jetzt hier mal das machen. Warum mache ich das End of Turn? Damit er wieder enttappt. Genau, so. Und jetzt spielen wir die Great Henge. Ich nehme mal ein rotes Mana und ich glaube, die Gilded Goose kann ich auch legen. Denn sie generiert mir ja ein Food Token. Okay, noch ein Land. Okay. Reicht jetzt. Reicht jetzt auch mit den Länders. Okay, aber ich meine trotzdem, wir haben jetzt so ein bisschen so eine gute Defense aufgebaut. Eigentlich sollten wir gegen Kreaturendecks okay sein, klar. Unser Draw ist nicht der beste. Zwei Gilded, also wir haben 3 Spells gespielt, die so ein bisschen haufig sind. Wenn jetzt hier ein Removal-Spell kommt, habe ich nicht mehr viel zur Verteidigung. Das Gute aktuell ist, dass der Swarm Shambler nicht größer werden möchte, damit das Larvstalk Beast angreifen kann. Ich kann ihn noch 2-mal durchcyclen. Ich habe gutes Mana. Vielleicht ziehen wir irgendwann selber auch ein Larvstalk Beast oder so. Primal Might. Ja, das ist nicht so mega cool, weil der natürlich auch Trample kriegt. Das bedeutet, ich bin, glaube ich, einfach tot, ne? Primal Might war ziemlich der beste Draw, glaube ich, der passieren kann. Ja, ich rechne das einfach mal durch, indem ich es einfach passieren lasse. So, da kommen 8, 9, 13, 16, pf, keine Ahnung, was auch immer, 100 Milliarden Damages durch. Angenommen, ich blocke hier. Und dann kommen immer noch 13 durch, ne? 12, 13. Das heißt, ich bin exakt tot. Das kann ich nicht blocken. Das Ding hat Trample. Wenn ich hier mich davor schmeiße, 5, 6, 10. Okay, bin ich exakt tot. Okay, so sollte das eigentlich nicht laufen, das Matchup. War ein Loser Keep, gebe ich zu. Okay, also was wir hier gebrauchen können, auf jeden Fall sind die Ikron Wars. Alles andere ist, glaube ich, gar nicht so stark tatsächlich. Man kann eine Fire Prophecy spielen, finde ich. Man kann Scavenging Ooze spielen. Das sind schon okaye Karten. Kogla ist super, Feasting Troll-King ist super. Also eigentlich ist alles, was wir haben, super. Man könnte einen Trail of Crumbs Karten vielleicht. Elder G, ja, ist eigentlich auch ein relativ großer Boy. Worin Clegg's auch okay. Boah, vielleicht nimmt man irgendwie Embercleave raus oder so. Weil wir, ich glaube, wir brauchen Embercleave nicht, um zu gewinnen. Aber es fühlt sich irgendwie auch ein bisschen komisch an. Ich muss natürlich auch gestehen, ich habe noch nicht so viel mit diesem Deck jetzt explizit gespielt. Weiß nicht, ob wir den Ofen unbedingt brauchen. Weil wenn einmal ein Fetti liegt, ist auch okay. Vielleicht cutten wir noch ein Fetti oder ein Mammut. Na, Mammut ist on the play besser als on the draw. Vielleicht cutten wir on the draw ein Mammut. Oh. Ach, ich spiele 61 Karten Main Deck. Das 61 Karten Special. Ich hatte das schon vergessen. Natürlich, wir spielen das 61 Karten Special. Da dürfen wir natürlich nicht mehr als 15 Karten im Sideboard haben. Klare Sache. Okay, so, jetzt sind wir on the play. Ja, Hand ist definitiv geschmackvoll. Keepen wir. Sehr, sehr guter Keep. Schön Turn 1 Goose, Turn 2 Trail, Turn 3 Dinge. Vielleicht ein Bone Crusher. Ah, mal gucken.
Ja. Magontimino überlegt noch, ob er halten kann. Also ich habe das Gefühl, dass das Deck auch in der aktuellen Meta gut mithalten kann. Das heißt also, wenn ihr keine Wildcards habt oder so und noch irgendwie noch nicht so viele Strixhaven-Karten habt, ich glaube, Gruul Food ist auch ein okayer Meta-Call, den einfach mal auszupacken auf der Ladder. So, Gilded Goose. Wenn das jetzt nicht Turn 1 abgeschossen wird, was glaube ich unmöglich ist für das monogrüne Deck, können wir natürlich Turn 2 auch direkt den Trail aktivieren. Das ist eine nette Combo. Gilded Goose Trail of Crumbs gefällt mir. Können wir nämlich direkt ein Land ziehen. Land wäre super, weil dann können wir Turn 4 Gargaros spielen. Vielleicht Turn 3 dann den Bone Crusher oder so. Da gibt es definitiv eine Menge Optionen. Da ist auch der Wicked Wolf. Okay. Ja, würde ich sagen. Schöner Trade. Und dann halten wir mal Ausschau nach Ländern, denke ich. Nächste Runde könnten wir Wicked Wolf spielen. Das ist ein brokener Start. Das fühlt sich so broken an mit dem, was wir noch haben hier. Könnte natürlich auch schon direkt einen Fight geben, ne? Könnte hier Primal Might geben oder sowas. Oder es gibt einfach nur das Level Up vom Swarm Shambler, was sehr okay wäre tatsächlich. Level Up Primal Might würde zum Beispiel gehen. Ne? My Turn, okay, dann würde ich hier mal. Wie funktioniert das? Whenever I sacrifice. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Für grün. Würde ich gerne Autopay. Resolve. Autopay. Ah, Last Strike Beast ist gut, aber ich glaube, in der Hand hier wollen wir einfach Länder finden. Kazandu Mayrmus. So, jetzt besteht die Option, dass wir hier sagen, wir legen einfach ein Kazandu Mayrmus. Und. Oder wir fighten direkt das Ding weg. Weil nächste Runde könnte ein Gemraiser kommen. Vielleicht ist es einfach safer, oder? Einfach zu sagen, okay, pass auf, Wicked Wolf. Aber der. Schwierig tatsächlich. Aber Gemraiser auf Trail of Crumbs finde ich auch nicht so nice. Ja. Ja, komm einfach Wicked Wolf raus. Leider habe ich keinen Mana dafür. Ich kann nicht. Und dann wird der mal gegessen hier. So. Nächste Runde können wir sowas machen wie Bone Crusher Giant und ein Food Token generieren zum Beispiel. Also Stomp meine ich. Je nachdem, mit dem Food Token können wir dann nächste Runde Elder Gargaroth casten und so. Es fühlt sich auf jeden Fall ziemlich gut an, drei gute Eldraine-Karten bisher gespielt zu haben. okay, so, was ist die Line hier? Attack Skies? Castle Garenbrick, auch nicht verkehrt. Attack Skies oder Block Skies? Mammut sogar getappt legen? Nee, ich glaube nicht. Man könnte man machen. Könnte sagen, pass auf, wir legen Mammut getappt. Und haben dann Food-Token generieren, futtern, fressen. Auf der anderen Seite will ich ja nächste Runde Gargaroth legen. Na doch, ist glaube ich okay, Mammut getappt zu legen hier. Wir haben, glaube ich, genug zu tun. Xandu Valley. Und dann mal kein Attack hier. Dann einfach mal ein bisschen entspannen. Mal gucken, was so geht. Faceless Haven ist okay. 5-5er, ja. Könnte man direkt blocken. Ich kann aber auch einmal 5 Damage durchlassen. Ich meine, Great Henge ist jetzt doof, ne? Wenn der Gegner die Great Henge hat und wir nicht, ist halt schon Kacke. Ja, lassen wir einfach einmal durch. Vielleicht ist Elder Gargaroth auch gar nicht so gut. Wenn diese Damage-Based Removal kommen und so. Da ist er, wird nicht mutated. Okay. Okay. Sehe ich ein. Create a Food. Gemacht. My turn. Pathway. Großen Klops gelegt. Go gesagt. So, Defense steht hoffentlich. Ah, maybe hätte ich Embercleave doch nicht rausboarden sollen. Vielleicht ist Embercleave gerade hier auch ziemlich gut. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mit meinen ganzen unendlichen Fatties, also was auch immer, Wicked Wolf ins. Ja, ist natürlich Problematiko. Sehe ich ein. Da ist er weg. Aber es gibt keine Attacks immerhin. Ist so schade, dass wir jetzt Bone Crusher nicht offen hatten.
Es könnte gut sein. Mal kurz gucken. Wir haben eine Kreatur im Graveyard, zwei Kreaturen im Graveyard. Es ist ein 4-4er mit potenzieller Upside. Okay, nehmen wir. Lustruck Beast, auch nicht so schlecht. Aber ich will eigentlich einen Food-Token bauen, ne? Also ich habe jetzt 6 Mana zur Verfügung. Was ich machen könnte, ist einen Food-Token bauen. Also hier Castle Garnbrick für 6 Mana. Dann Ooze legen, zwei Kreaturen fressen und einen Food-Token bauen. Wäre eine Option. Den Typen hier abschießen wäre eine andere Option. Na, ich glaube, wir machen das einfach. Ah, Moment, dann habe ich ja noch einen Mana übrig. Oh, das ist aber. Das ist ja gut. Dann kann ich nämlich damit das Lustruck Beast 1-1-Gerät noch spielen. Okay, hervorragend. Activate auf Swarm Shambler. Activate auf Elder Gargaroth. Activate, um Food Token zu bauen. Und noch einen 1-1er zu machen. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das Deck natürlich auch noch nie gespielt. Ne? Also für mich ist das natürlich auch hier noch Neuland. Ja, das ist okay. Das macht nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Wieder noch ein Primal Blizzard Brawl. Oh, was für ein nerviger Typ. Ja, okay. Das ist so. Was für ein nerviger Typ. Beide greifen an. Okay. Ja, auch hier. Ich meine, vielleicht ist noch ein Removal-Spell da. Ansonsten könnte ich das Mammut fressen, was ich glaube ich auch tun werde, oder? Ja. Wenn da noch ein Removal-Spell da ist, okay. Aber es sieht schon so sortiert aus, als sei da kein Removal-Spell. Natürlich. Okay. Gut, nehmen wir 5. Ist okay. Wicked Wolf ist indestructible. Wir können uns wieder einen Food-Token generieren. Wir können Last Drug Beast bauen. Noch so einen Killer. Na gut, aber die sind jetzt auch nicht so ganz so wild, ne? Last Drug Beast hingelegt. Favorite Passage hingelegt. Go gesagt. Nächste Runde dann. Oder will ich lieber jetzt schon einen Food-Token generieren? Vielleicht generiere ich jetzt schon einen Food. Ne, Moment, was? No Attacks. Damit, falls ich End of Turn einen mache und dann Removal Spell. Ja, so machen wir es, glaube ich. Und nächste Runde haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mana. Können wir Shatterskull Smashing für X gleich 6 machen. Sollten wir das Spiel doch eigentlich in der Tasche haben, obwohl ich jetzt ziemlich schwitzen muss. Also, hätte ich gedacht, ist ein bisschen leichter, das Game ist gar nicht. Monogrün hat ganz schön fette Kreaturen, gepaart mit gutem Removal. Also, da muss man schon aufpassen. Und ich glaube, das Gefühl. Fire Prophecy. Ja, killt Mammuts, aber sonst auch nicht so richtig viel. Great Henge, das ist eine Karte. Das ist leider eine Karte. Okay. Schauen wir mal, wie die Attacks so aussehen. Gar keine Attacks. Okay, ich werde jetzt hier End of Turn fetchen. Und. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, passiert da noch was? End of Turn. Also sieht so. Da ist noch ein Stopp. Keine Ahnung, was das bedeutet. Yellow. Magon Timino. Wie sieht's aus? Disconnect eben schnell. Nee, ah. Okay, my turn. Sehr gut. Das war nicht schlecht, aber ich kann es jetzt nicht nutzen, weil ich tatsächlich den Shatterskull Smashing für 6 spielen muss, ne? Ja. Oh Gott, ist das ein super Interface. Sind das jetzt beide 6 oder was? Okay. Boah, jetzt so ein Ram-Through auf den Wicked Wolf wäre natürlich schon noch ziemlich bonkers.
Okay. So. Boardstate sieht okay aus. Nächste Runde können wir attacken. Wir haben noch einmal zwei Damage in der Luft rumfliegen. Gegner allerdings eine Great Henge. Great Henge auch eine ziemlich schlimme. Hello! Natürlich. Okay, wir haben ein Problem. Was mache ich gegen den? Uiu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 i. Also, 6 Mana irgendwie mitnehmen. 1, das hier spielen. Das hier spielen. Boah, na komm. Mein Angreifen kann der Gegner im Moment auch nicht, aber ein 6-6 Lifelinking Blocker kann ich auch nicht durchangreifen gegen. So kann ich vielleicht. Kann ich vielleicht mit Bone Crusher? Ja, okay, vielleicht können wir es schon. Ich fand es aber sehr spannend, dass unser Trail of Crumbs eigentlich nie gehittet wurde. Gegner valued hier definitiv die einzelnen Kreaturen sehr, sehr hoch. Ja, da ist doch ein Removal-Spell natürlich. Was brauche ich jetzt, wo der Gegner kein Dings hat? Ja, ich brauche kurz einen Removal-Spell. Können wir kurz einen Remo. Ja, okay. Geben wir dir. Danke. Ah. Krass. Noch einer? Macht Sinn. Hier sollte man schon genauso ziehen wie der Gegner, finde ich. 5 Länder, nur Spells, alles optimal. Sieben. Ja. Wenn alles angreift, er blockt einfach nicht, ne? Gegner blockt halt einfach nicht. Ich würde gerne mit allem angreifen und irgendwie einen Block sehen, aber ich glaube, der Gegner weiß halt auch. Ich glaube, ich mache, weiß ich nicht, mache ich irgendwas? Passe ich einfach den Turn für einen Food Token? Lege ich den Wolf hin, ohne zu fighten? Ja. Submit Zero. Und No Attacks. Wie gewinnen wir das Spiel? Was habe ich denn? A Crown War hätte ich zum Beispiel noch im Angebot. A Crown War wäre eine sehr gute Karte. Great Henge auch eine sehr gute Karte. Da gibt es auf jeden Fall noch die ein oder andere Karte, mit der wir das Spiel durchaus gewinnen können. A Crown War wäre zum Beispiel ein Anfang. Ja, ist gut. Wie viel Länder meint ihr, spielt der Gegner? 15? So. Food Token. Lovestruck Beast. Okay. Joa, legen wir mal hin, ne? Vielleicht wäre es auch ganz gut, irgendwann mal. Ah, ich werde wahrscheinlich gleich mal so ein bisschen sacken, um irgendwie auch irgendwelche Wege. Ah, Crown War ist doch ein Permanent, ne? Ja, gut, dann werden wir da schon irgendwas finden. Jupp. Also eine Great Henge irgendwie liegen zu haben, ist besser als keine Great Henge liegen zu haben. Wahrscheinlich spielt Monogrün aber auch einfach mehr als wir. Was auch witzig ist, ich glaube, Monogrün spielt auch keine Karte. Also, ich glaube, die spielen auch keine Karte aus Dings. Ja, perfekt. Irgendwann sollten doch mal Länder kommen, oder? Beim Gegner hätte ich jetzt gedacht, so 6 Länder auf 23 Karten. Fühlt sich irgendwie unreasonable an. Fühlt sich irgendwie unreasonable an. Oh, indestructible. Na gut. Na, irgendwann sind Swarm Shambler auch groß genug. Das wird echt anstrengend. Autopay. Ja, mehr Länder brauchen wir nicht. Mehr Lovestruck Beast bringen leider auch nichts. Okay. Sehr, come on. Ich habe auch keinen Disenchant, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja, perfekt. So, Gegner auf 62. Feasting Trollking. Sehr, sehr, sehr schön, aber reicht leider hier auch nicht mehr, ne?
Mein. Wir legen den natürlich. Und ich den Swarm Shambler hier wegmachen? I don't know. Ja, Embercleave wäre jetzt schon gut gewesen hier, denke ich. Wir schauen mal, was wir so kriegen können. Land, okay. Ich versuch's nochmal. Wahrscheinlich darf man Embercleave wirklich nicht rausnehmen. Also sollten wir noch zu Game 3 kommen, nehme ich ein Land. Der ist relativ egal hier. Ich meine, der Feasting Troll King kann mal angreifen. Aber es ist auch nicht so ganz gewinnbringend halt. Da kann der Gegner auch mal auf 55 gehen, ne? Okay. So. Schön. Elder G gelegt. Marke drauf. Ja, wundervoll. Knallen wir den ab. Ja. Monogrün hat auch ein bisschen Late Game, ne? Also wenn man da nicht irgendwie so ein bisschen dagegen fuddelt, ist das schon eine Ansage. Okay, Gegner geht wieder auf 57 hoch. Ja, ich wollte, also normalerweise mache ich bei Solaris Climb the Ladder immer zwei Matches. Ich weiß nicht, ob ich diesmal zwei Matches schaffe. Ich versuche es natürlich. Ja, keine Tag. Okay, sehr gut. Ja, und ziehen wir. Achso, warte mal. Ich mache das nochmal. Schauen wir mal, was wir so ziehen. Great Henge ist eine Karte. Scavenging Ooze wäre auch eine Karte, aber Great Henge ist definitiv auch eine Karte. My turn. Wicked Wolf ist auch eine Karte. So. Great Henge erstmal gelegt. Gegner gibt sich erstmal ein paar Marken, was ja auch okay ist. So, dann greifen, glaube ich, mal an. Und der Wicked Wolf bleibt, glaube ich, zurück. Ich ziehe eine Karte. Fire Prophecy. Ladies and Gentlemen, die Fire Prophecy. Okay. Ja, ist okay. So, Gegner schon auf 52 runter. Gleich haben wir, würde ich mal behaupten. Land gelegt. So, wenn ich jetzt hier so einen Typen lege, dann kann ich doch in Response ein Food. Ah, warte mal, ich kriege ja eh eine Marke, ne? Dann geht das ja so oder so. Ah, ne, geht nicht so oder so. Ich muss dann natürlich trotzdem. Muss ich hier Full Control machen? Ich halte mal Full Control. Ich nehme mal den weg. Und sacrifice aber auch noch direkt das Food Token hier. Noch ein Trail of Crumbs. Wie viele Karten haben wir eigentlich noch in der Library? Wie viele Karten haben wir eigentlich noch in der Library? 32, okay, gut. Noch ein Bone Crusher, okay. So, ich müsste noch ein Food-Token generieren. Das heißt, ich kann Trail of Crumbs spielen und mir. Und mir halt ein Food-Token generieren. Ach so. Und ein Food-Token generieren und ge oder gegebenenfalls zu stompen. Okay, alles klar, so. Okay, so.
Spielen wir doch noch mit. Jetzt hat der Gegner auch die Länder gefunden, von denen man irgendwann mal ausgehen durfte, dass sie dann doch da sind. Ich stomp einfach mal so ein 1-1er. So, my turn. Land gefunden, ist nicht so schlecht. Ich würde sagen, Elder Gargaroth und der große Wolf greifen mal an. Vielleicht sogar das Kasanu-Mammut. Ja. Ich glaube, ich mache mal einen 3-3 Beast-Token. Karten ziehen tue ich eh genug. Karten ziehen tue ich ja eh noch genug. So, Late Game also doch im Sack. Okay, da werden wir gleich Fire Prophecy drauf spielen. Das ist in Ordnung. Ja, das passiert gerne so. Gegner auf 46, auf 52. Okay, erstmal gucken, was wir mit den Bonecrusher Giants ziehen. Denn wir werden auf jeden Fall mit Fire Prophecy hoffentlich eine Karte runterlegen. Mal gucken. Noch ein Bonecrusher, okay. Dann können wir auch stompen. Noch ein Feasting Troll King. Ah, ich glaube, wir machen den hier schon weg. Der ist so ein bisschen groß. Dann können wir noch einen Bonecrusher ausspielen und Love Struck Beast Adventure. Oder wir spielen einfach das und noch ein Love Struck Beast Adventure. Finde ich auch okay. Wir haben ja noch einen Food Token übrig. Wir müssen nicht unbedingt noch eins haben. Wir können jetzt auch einfach ein bisschen Pressure aufbauen, damit wir gleich auch mit ein paar Kreaturen mehr angreifen können. A Crone Warren, das ist doch mal eine Karte. Davon haben wir doch ein paar reingebordet. So, dann können wir auch gleich mal einen Attack starten hier. Okay, 1-1. Okay, Embercleave kommt definitiv wieder rein. Man kann auch überlegen, ob man Clotis reinnimmt, ehrlich gesagt. Überzeugt haben mich... Elder Gargaroth hat mich nicht so ganz überzeugt, tatsächlich. Eine Karte müssen wir noch rausnehmen. On the draw nehme ich einen Kasanu-Mammut raus. Dass wir 61 Karten im Main-Deck haben, ist echt ein bisschen verwirrend, aber ist schon okay. So, auf geht's zu Runde 3. Krasses Game einfach. Krasses Game. Margon Timino. So. Opponent fängt an. Das könnte schon immer problematisch werden, aber okay. Wir haben... ja, wir haben Keep. Wir haben halt Last Struck Beast into Great Henge. Potentially. Wir haben immer noch keinen Forest. Wir müssen berücksichtigen, dass wir keinen Forest haben. Also wenn ich... Im Moment haben wir noch nicht Turn 4 Henge. Okay, haben wir theoretisch schon, wenn ich den jetzt lege, ne? Und mich dann einmal schocke, sozusagen. Ist, glaube ich, okay. Mehr Last Strike Beasts für alle, würde ich mal behaupten. Ja, da kommt eine Marke drauf. Das ist nicht so cool für uns. Aber dann könnte ich angreifen. Ja. Man hätte... Wahrscheinlich wollte er das machen, dass er jetzt mit dem 2-2er angreifen kann. Ja, ist okay. Ist okay. Maybe hätte ich vielleicht nicht angreifen sollen. Trail of Crumbs. So, ich habe jetzt hier auch sowas. Und ich möchte jetzt... Na, ich meine, der Gegner hat eh einen Removal-Spell. Zu 100% kommt jetzt irgendwie Blizzard Brawl, was auch immer. Primal Might, Runaway, dies, das. Ja, ja, das ist nicht ganz so geil. Das ist echt schade. Aber immerhin kommen jetzt nicht so unbedingt die Attacks. Das hilft ein bisschen. Wicked Wolfski. Wicked Wolfski? Oder lieber noch ein Last Struck Beast? Ich glaube, ich lege noch ein Last Struck Beast. Und dann haben wir theoretisch vielleicht nächste Runde Great Henge plus Trail of Crumbs. Außer es gibt wieder ein Removal Spell fürs Last Struck.
Vielleicht sollten wir auch ein paar Removal-Spells mit. Ah, come on! Alter Schwede. Oh. Ah, gut. Was soll ich machen? Gibt's nicht viel zu tun, ne? Außer das zu akzeptieren, dass unser Gegner sich einfach, naja, pass auf. Ich will 9 nicht nehmen. Ich glaube, ich block so. Und dann kann ich theoretisch den wegfighten, dann kann das Lovestruck Beast nicht angreifen. Erstmal. Jetzt könnten wir auch einen Elder G legen. Ich glaube, das ist vielleicht besser. Boah, ich weiß es nicht. Wenn noch ein Fight-Spruch kommt. Ich meine, jetzt könnte es ja auch mal gut sein mit Primal Mites, ne? Elder G ist ein bisschen geiler, weil jetzt haben wir theoretisch. Okay, ja. Okay, kein Attack, sehr schön. Dann haben wir Greathenge into Wicked Wolf, das ist gut. Greathenge into Wicked Wolf. Into Fight den 1-1er. Into machen 3-3 Beast. Ich glaube nicht, dass die Serpent blockt. Ich glaube, die beiden doppelt blocken. Ja. Maybe war das sogar ein Fehler, hier anzugreifen. Könnte einfach ein Fehler gewesen sein. Keine Attacks. Okay, sehr schön. Gut. Castle Garenbrick hilft. Castle Garenbrick hilft. Nee, hilft nicht. Es kommt getappt ins Spiel. Upsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mana theoretisch, ja. Ibims, der Feasting Troll King. Embercleave ist eine Karte. Embercleave ist eine Karte, die gleich auf Feasting Troll King kommt. Hey, hätte ich nicht raustun sollen, glaube ich, oder? I wonder. Ja, dann mal keine Tag und nächste Runde mal ein bisschen kloppen gehen. Schön mit dem 9-8 Feasting Troll King. Finde ich in Ordnung. Der wird jetzt. Auch nicht so super wahrscheinlich removed. Greathenge, okay, ist eine Karte, definitiv. Greathenge ist eine Karte. Ja, Gruul Food, Leute. In der Ladder immer noch ein Ding, glaube ich. Auf geht's. Hier, ich versuch's mal mit dem Attack vom Feasting Troll Kingski. Kein Block ist fast lethal. Ibims, die Ember Cleave. Jo, nimmst du 18. Ist okay. Spiel ich noch eine Gilded Goose. Ich könnte noch ein Scavenging Goose spielen. Erstmal gucken, was wir ziehen. A Crone War. Okay, ja gut, dann spielen wir Scavenging Goose, weil eigentlich will das Removal ja nicht unbedingt auf Scavenging Goose gespielt werden. Das heißt, ich kann ihn hier relativ safe ausspielen. Nächste Runde A Crone War ist aber, glaube ich, auch schon ziemlich GG. Na, guck mal, das ist sogar noch ein Land. Perfekt. Und wir haben auch noch einen 9-8 Double Strike Vigilance Trampler. Was okay ist. Yes! Okay, das ging dann doch ein bisschen schneller dank Embercleave. Also, wie ihr seht, ich würde sagen, ach komm, wir machen noch eine Bonusrunde Gruul Food. Aber ihr seht, man kann auch ohne Strixhaven-Karten durchaus auf der Ladder gewinnen. Bis gleich. So, Runde 2 Gruul Food. Wir sind on the draw. Was okay ist. Wir haben ja gerade schon ein ganz sehr verrücktes Spiel gewonnen, irgendwie. Da kann jetzt eigentlich nichts mehr anbrennen. Ja, ist ein Keeper. Eldraine Block Constructed? Hä? Was? Gegner macht einen Mulligan hier, spielt ein grünes Land und Lovestruck Beast. Wir spielen grünes Land und Gilded Goose. Oder kein grünes, technisch gesehen farbloses Land, aber produziert grünes Mana. Okay, wir spielen gegen Gruul. Bonecrusher. Okay. Joa, dann würde ich sagen, machen wir das auch. Und Bonecrusher und wahrscheinlich den 1-1er. Also. Oder jetzt kommt ein Actual Innkeeper. Den einen Damage nehme ich hier, falls Actual Innkeeper vorher gespielt werden wollte, damit man noch ein bisschen Value macht. Dann wird sich geschockt. Lovestruck Beast. Stomp. Die Frage hier ist, ob man Kazan nur mal als Land spielt oder als Kreatur. Das Gefühl, dass man das als Land spielen will.
Dann können wir nämlich auf 4 Bonecrusher, auf 5 mit Fabled Passage das Elder Gargaroth-Gerät legen. Da ist er nämlich, der Innkeeper. Okay, kein Land, please. Okay, kein Land, immerhin etwas. Okay, okay, lass mal kurz überlegen. Ich könnte Fabled Passage spielen und dann hätte ich einen okayen Block. Ich glaube, ich lege aber Catria Triome, greif an und spiele. Spiele den Bonecrusher, glaube ich. Ich bin mir relativ sicher. Also die 5 nehmen wir einfach nächste Runde nochmal. Elder Gargaroth ist ein Haus. Wenn der Gegner nicht gerade Embercleave zur Hand hat. Und wie gesagt, nächste Runde mit Fabled Passage wird es ja auch schon ein bisschen unangenehm. Also wir hauen dann auch schon für 11. Bonecrusher an den Kopf. Okay. Bonecrusher ausgespielt. Okay. Ah, ich gehe auf 6. Das ist ein bisschen annoying, zugegeben. Ja. Fabulöse Passage. Können denn jetzt beide angreifen überhaupt? Wenn ich mit beiden... Also es ist auch nicht lethal, wenn ich mit beiden angreife. Das heißt, ich glaube, ich lasse besser Bonecrusher Giant zu Hause. What? Okay. I guess. Nehme ich. We take those, huh? So. Gucken, was Elder Gargaroth denn noch so anrichten kann hier. Oh, Hall of Oracles. Die sieht man jetzt auch immer häufiger in Ruhe. Alter. Das ist jetzt ein bisschen frech. Damn cards. Na gut. Okay. Ich würde sagen, wir legen das als Land. Greifen mit Elder Gargaroth und dem Kasandu-Mammut an. Und ich glaube, ich mache einen 3-3er. Oder gain ich 3 Life? Ah, ich glaube, ein 3-3er ist immer besser an der Stelle. Gerade wenn man auf Blocking Duties ist. Okay. Sehr vorsichtiger Spieler auf jeden Fall. Gilded Goose. 1-1er. Und Glassdruck Beast. Vielleicht muss man auch nächste Runde schon sowas machen wie Food Token Sacken. Ich habe, also das weiß ich gar nicht so genau. Müssen wir mal schauen, weil, also, jetzt, ja, ich meine, Embercleave Attack ist jetzt hier auch nicht so mega schlimm, ne? Ist einfach im Backswing möglicherweise tot. Maybe hätte ich eine Karte ziehen sollen mit Elder Gargaroth. Das weiß ich nicht so hundertprozentig. Kann schon sein. Aber Gruul Food auf jeden Fall witzig. Funktioniert. Es funktioniert. Ja, Gegner ist hier ein bisschen im Panzer. Ist auch wahrscheinlich eine schwierige Situation. Also ich wüsste jetzt auch nicht so genau. Okay, die Karre. Okay, Le Karre. Okay, dann greifen wir doch an. Mit 2-5-5ern. Maybe. Und dem 4-3er. Das ist immer ein Lethal Attack, so. Gucken, wenn jetzt gecrewt wird. Ja, ich meine, gegen Embercleave. Okay, okay. Okay, das sieht nicht so aus wie Embercleave tatsächlich. Das ist ein sehr, sehr, sehr okayer Block für uns. Mega gut. Jetzt kommt nämlich L hier. El Katongo. Ah, ja, der ist auf jeden Fall geschmackvoll. Ich kann hier sogar einen Food Token sacken, weil ich kann Mana machen und dann noch... Also ich kann für 2 Food Token einen Food Token sacken. Womit ich sogar virtuell auf 9 bin. Also das sollte hier eigentlich gut gehen. Magda, okay. Es ist das Magda Ghoul Deck. Ja, okay. Da sind wir auch nicht so optimal gegen aufgestellt. Weil wir nicht so mega viel... Removal im Main Deck. Okay, ja, das ist alles. Das ist alles schön und gut, was du da hast. it fights up to one target creature. Auf geht's, ey. Ja, mehr 7-6er aufs Battlefield.
Okay. Ja, das kann das Deck natürlich echt gut. Okay, also was wollen wir haben? A Crown wollen wir haben, Fire Prophecy wollen wir, das wollen wir haben. Und wollen noch ein Scavenging Ooze haben. So, was wir nicht haben wollen. Tja, ist wieder eine schwierige Frage, ne? Also, on the draw können wir wieder einen Mammut cutten. Da bin ich mir relativ sicher. Ein Trail of Crumbs, maybe. Bin mir nicht sicher, ob wir den Ofen, ob wir dafür Zeit haben. Ich glaube fast eher nicht. Vielleicht Elder Gargaroth finde ich gut. Blockt halt zur Not auch mal Drachen oder so, wenn die gespielt werden. Die Removal Suite finde ich auch gut. Das finde ich alles okay. Vielleicht kann man einen Troll King cutten. Einen Wicked Wolf. Aber Wicked Wolf will ich eigentlich auch nicht cutten, ne? Eine Karte muss ich noch cutten, denn wie gesagt, wir spielen ja 61 Karten. Vielleicht ist Trail einfach. Oder eine Goose, komm. Eine Goose, die ist auch nicht so gut. Die tappt zwar für Mana, aber ich meine, wie viel Zeit haben wir schon? Und wie oft wird sie vom Bonecrusher Giant abgeschossen? Also, ich glaube, so ist ein bisschen safer. Ja, Keeper. Das keep ich. Turn 2, Turn 3 wird abgedeckt durch Bonecrusher Giant. Turn 4 durch die Crown War. Love to see it. Na, ich behalte tatsächlich mal die Fabled Passages. Einfach im Zuge dessen, falls ich einen Kasanumamund nachlege oder so, kann das halt mit mehr Damage kloppen gehen. Das heißt, einfach mal hier. Oh, sind es die Nüsse? Vielleicht sind es auch nicht die Nüsse. Ah, ich glaube, ich muss den jetzt hier abschießen. Kann sich den eigenen Bonecrusher Giant abschießen? Kann sich den eigenen Jaspera Sentinel abschießen? Macht auch. Okay. Um meinen Bonecrusher Giant zu verhindern. Kann man machen. Ich habe überlegt, ob ich es vielleicht nicht. Da ist nämlich das Kasanumamut. Aber ich darf dir leider keinen Ramp geben. Eddie. Eddie ist strong. Ich behalte das Catria Triome, falls ich cyclen möchte. Okay. Tapped Land. You love to see it. Dann gibt es erstmal ein paar Damajos. Wahrscheinlich gibt es. Oh. Okay. Wahrscheinlich gibt es erstmal einen Elder Gargaroth. Ja, fetchen wir noch natürlich. Dann gehen wir. Ja, ich glaube, das Game ist durch. Elder Gargaroth hier zu topdecken mit A Crown War Backup. Gegner nimmt hier erstmal 7. Elder Gargaroth hat netterweise ja auch diese wundervollen Effekt namens Trampelschaden. Gegner hat hier ein bisschen gescrewt, aber das Deck von. Das Magda Gruul Deck spielt auch wirklich wenig Länder. Okay, hier wird auch einfach direkt conceded. Naja, gut, habt ihr gesehen. Man kann auch ohne Strixhaven-Karten gewinnen. Das zweite Game war jetzt nicht so ganz aussagekräftig, weil der Gegner doch ziemlich gescrewt hat. Aber ich fand, das erste war ziemlich nice, wo wir so lange in Game 2 irgendwie rumgehampelt haben, bis der Gegner auf über 60 war und wir irgendwie auf 6 oder so. Und dann haben wir das Spiel noch rumgerissen. Also, eine gute Alternative, wenn ihr die Deckliste finden wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich glücklich machen wollt, drückt auf den Daumen-Hoch-Knopf oder lasst doch auch direkt ein Abo hier. Bis zum nächsten Mal, euer Solaris. Macht's gut. Tschüss.